Hallo zusammen. Mein Gruß gilt an die Schütze und die Freunde der glorreichen St. Josef-Bruderschaft in Venn. Wir stehen in Kochschenbruch und am liebsten würde ich Prost sagen. Prost sagen und mich freuen auf das wunderbare Schützenfest mit der tollen Parade, wie wir sie seit vielen, vielen, vielen Jahren in Venn erleben können. Aber alles fällt aus. Alles fällt aus? Nein. Gäbe es da nicht den Präsidenten Jürgen Zimmermanns, der sorgt dafür, dass gefeiert werden kann. Allerdings ganz, ganz anders und ganz streng nach den Vorschriften der Corona-Schutzverordnung. Ich finde das toll, was da in Venn geschieht, denn alle können dabei sein, obwohl die Zahl der Gäste beschränkt ist. Denn Thomas Brüggemann, der steht gerade hinter der Kamera, der ist derjenige, der dafür sorgt, dass per Livestream alles verbreitet wird. Der Gottesdienst, die festliche Serenade, alles das, was Schützenfest ausmacht und Begegnung darstellt, soll gezeigt werden. Im Internet, über die sozialen Medien. Denn Brauchtum braucht gerade in diesen Zeiten Zusammenhalt und Begegnung. Ich freue mich drauf. Und ich komme natürlich auch vorbei zum Gottesdienst und zum kleinen Feiern in Venn. Prost auf die Freunde der St. Josef-Bruderschaft. Und ich freue mich ganz besonders auf 2021. Denn dann wird in Venn großartig gefeiert. Liebe Freunde des heimischen Schützenbrauchtums, liebe Freunde der St. Josef-Bruderschaft Venn, in diesen Tagen vor dem Venner Schützenfest würde sich unser Dorf bis hin in die kleinsten Straßenzüge und Winkel festlich herausputzen. Überall in den Honschaften würde gewerkelt, Tannengrün gesteckt, Röschen gedreht, die Straßen würden festlich geschmückt, kurzum, es würde gekränzt, Kränzerwochen. Uniformen würden ausgewässert, Knöpfe wieder einmal mehr versetzt, weiße Hemden würden gebügelt, schwarze Socken würden gesucht und unendlich viele weiße Handschuhe würden neu gekauft. In diesen Tagen vor dem Venner Schützenfest wäre wieder einmal so manche Ehefrau von ihrer besseren Hälfte mehr als nur ein wenig genervt. Und die ein oder andere bessere Hälfte wäre aufgrund des herannahenden Großereignisses mit einer schier unerträglichen Nervosität ausgestattet. Jetzt reicht oftmals nur noch eine winzige Kleinigkeit. Die vormals friedliche häusliche Situation kippt um, es eskaliert. Man hat förmlich Qualm in der Wut. Ein handfester Ehestreit bahnt sich in der häuslichen Zweisamkeit an. Es ist einfach bloß Kirmes im Dorf. Ein übliches, ja schon traditionelles häusliches Spektakel jedes Jahr zur Venner Kirmes. In diesem Jahr gibt es keine Paraden, keine Aufmärsche der Schützen, kein Zapfenstreich und auch keine Festumzüge der Schützen durch unser Dorf. Es gibt in diesem Jahr aber zumindest ein wenig Blasmusik und einen virtuellen Zug durch unser Dorf bzw. durch unsere 8 Venner Honschaften. Unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Helmgens entführt sie bzw. entführt euch die Originaldüser Blasmusik zu den markanten Plätzen der Venner Honschaften. Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß mit dem musikalischen Schützengruß aus Venn. Bleiben wir bitte alle gesund und dem heimischen Schützenbrauchtum auch in diesen schwierigen Zeiten verbunden und gewogen. Denn so werden wir uns bestimmt im nächsten Jahr auf den Straßen und Festplätzen in Venn zum traditionellen Volks- und Heimatfest wiedersehen. Es grüßt Sie und euch herzlich, Ihr bzw. Euer Jürgen Zimmermanns. Thank you.
Thank you.
Liebe Bruderschaftler, Freunde und Bürger, Kirmesflimmern, ein neuer Ausdruck, ein neues Wort für eine andere Art des Feierns und des Beisammenseins. Wenn wir ehrlich sind, ist das Flimmern nichts Neues für viele von uns. So lassen wir doch oftmals zum Feierabend den Fernseher oder Computer laufen und somit flimmern. Also warum nicht diesen Weg in diesen Zeiten einschlagen? Sicherlich befinden wir uns als Bruderschaft, so wie viele andere Vereine, Unternehmen und Privatleute, in keiner einfachen Situation. Wer hätte gedacht, dass einfach so ein Schützenfest ausfallen muss? Unvorstellbar, aber wahr. Liebe Bruderschaftler, liebe Freunde, liebe Bürger, ich denke, diese Zeit bringt nicht nur Schlechtes, sondern hat auch einige Aspekte an Bord, aus denen wir lernen können. Denn auch Brauchtum muss sich in einem gewissen Maße weiterentwickeln. Wir in FEN haben in diesem Jahr den Weg zu einem digitalen Volks- und Heimatfest eingeschlagen. Natürlich wird und kann dieses nicht in dem Ausmaße stattfinden wie sonst. Aber dennoch findet etwas statt und es schafft Zusammenhalt und Verbindung. Durch diesen Schritt konnten wir erfahren, was für die Zukunft alles möglich ist. Zum Beispiel im digitalen Bereich, seien es Digitalisierungen aus dem Archiv oder die Videoproduktion. Mit diesen Erfahrungen, die uns viele Möglichkeiten bieten, können wir sicherlich positiv in die Zukunft blicken. Und die Grundsteine für die kommende Generation sind gelegt. Ich möchte Sie einladen, sich zurückzulehnen und das Kirmesflimmern mit seinem vollen Programm für die Flimmerkiste zu genießen. Ich verbleibe mit bruderschaftlichen Grüßen. Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich mit uns auf das Jahr 2021. Bis dahin alles Gute, Ihr und Euer Tim Pütter.